Zum Thema Mittelsenkrechte und Winkelhalbierende. Die Mittelsenkrechte einer Strecke AB, das ist die Gerade, die diese Strecke in ihrer Mitte schneidet und das im rechten Winkel. Um diese Mittelsenkrechte zu konstruieren, konstruieren wir zwei Kreise mit demselben Radius und mit Zentrum jeweils A und B. Wir wählen den gemeinsamen Radius groß genug, damit diese zwei Kreise sich schneiden. Wir werden die Schnittpunkte brauchen. Aber um diese Schnittpunkte zu konstruieren, brauchen wir eigentlich nicht die gesamten Kreislinien. Wir brauchen eigentlich nur diese vier Kreisbögen. So können wir auch diese Schnittpunkte bestimmen. Und jetzt reicht es, diese Schnittpunkte zu verbinden und schon haben wir sie. Diese Mittelsenkrechte der Strecke AB. Wenn man ein Programm wie dieses hier, GeoGebra, zur Verfügung hat, dann ist es noch viel einfacher, die Mittelsenkrechte zu konstruieren. Man nimmt hier den entsprechenden Befehl Mittelsenkrechte und klickt dann einfach auf die Strecke. Und zack, ist die Mittelsenkrechte ebenfalls da. Und es ist effektiv die, die wir eben gefunden hatten. Jetzt kommen wir zur Winkelhalbierenden. Die Winkelhalbierende von diesem Winkel, das ist die Gerade, die diesen Winkel in zwei gleich große Winkel zerlegt. Um diese Winkelhalbierende zu konstruieren, geht man wie folgt vor. Man zeichnet zuerst einen Kreis mit Zentrum S, Spitze des Winkels, und einem beliebigen Radius. Und dann bestimmt man die Schnittpunkte von dieser Kreislinie mit den zwei Seiten des Winkels. Um diese Schnittpunkte zu bestimmen, brauchen wir eigentlich nicht die gesamte Kreislinie. Es reicht eigentlich, zwei solche Kreisbögen zu ziehen. So erhalten wir ebenfalls diese zwei Schnittpunkte. Von diesen zwei Punkten aus konstruieren wir zwei Kreise mit demselben Radius, und mit Zentrum jeweils dieser Punkt und dieser Punkt. Diese zwei Kreise schneiden sich da und da. Wir haben auch hier den Radius groß genug gewählt. Um diese Schnittpunkte zu bestimmen, brauchen wir aber wiederum nicht die gesamten Kreislinien. Solche Kreisbögen hier genügen. So kann man auch diese zwei Schnittpunkte bestimmen. Und wir brauchen diese nur zu verbinden. Und so hat man die Winkelhalbierende von diesem grünen Winkel konstruiert. Wer ein Programm wie hier GeoGebra zur Verfügung hat, kann die Winkelhalbierende viel schneller konstruieren, indem er hier den entsprechenden Befehl wählt, Winkelhalbierende. Jetzt klicken wir auf eine Seite des Winkels und jetzt noch auf die zweite Seite. Und da ist sie, diese Winkelhalbierende, die mit der von eben selbstverständlich übereinstimmt. GeoGebra zeichnet aber hier eine zweite Winkelhalbierende, das heißt GeoGebra erkennt hier nicht nur diese Strecke, sondern die gesamte Gerade und auch hier die gesamte Gerade. Und so entsteht dann hier ein zweiter Winkel, wovon diese Gerade die Winkelhalbierende ist. Wenn man die nicht braucht, dann macht man einen Rechtsklick drauf, Objekt anzeigen, Klick und schon ist die weg.